dachte mir, ich gebe euch einfach mal wieder ein Update. Haben wir ja schon öfter mal gemacht, so eine kleine Rederunde. Und bin gerade mit dem Firmenbus unterwegs, deswegen dachte ich mir, Kamera mal an. Spreche mal wieder direkt zu euch. Was so passiert ist die letzten Monate, hat sich viel getan. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Update mal gegeben habe. Das müsste schon irgendwann im Winter gewesen sein. Vor ja, fünf, sechs Monaten, wenn ich mich nicht täusche. Und genau, ihr wisst ja, ich habe ja die Firma Funktionsflächenextil mit meiner Mutter gegründet Anfang des Jahres. Das hatte ich euch schon erzählt. Und da tut sich natürlich jetzt was. Wir sind auch bei dem Unternehmenscoaching Mission Mittelstand dabei. Das hatte ich euch auch schon mal erzählt. Und da waren wir jetzt quasi 4 Monate insgesamt dabei. Und jetzt kann ich euch auch mal sagen, was sich so getan hat, was uns das gebracht hat, wie das so war für uns, weil wir dachten am Anfang auch, ja, was sollen wir damit und so. Man kennt das ja immer, dieses Kommen in die Gruppe, WhatsApp-Gruppe und ich habe den dicksten Mercedes oder was weiß ich. Und das ist immer ziemlich unglaubwürdig, diese Werbungen. Deswegen waren wir am Anfang ein bisschen kritisch eingestellt zu dem Thema, haben uns aber darauf eingelassen. Und ich muss wirklich sagen, dass wir richtig, richtig viel daraus gelernt haben. Also das Coaching ist ja so aufgebaut. Man hat quasi einen Zugang dann zu einer Videoplattform, auf der verschiedene Module sind. Und da geht es dann zum Beispiel um das Thema Mindset, Mitarbeiterfindung, Kundengewinnung, Google Ads, Facebook Marketing, Strukturen, neue Programme kennenlernen. Und begonnen hat das Ganze mit Mindset natürlich. Man muss erstmal in Anführungszeichen den Kopf gewaschen bekommen, dass man aus diesen alten Mustern rauskommt, so wie man es immer gemacht hat, und sich erstmal einlassen auf Neues. Und man erkennt allein durch diese Mindset-Videos einfach schon, wie sich dein Denken verändert. Du bekommst eine andere Sicht zu manchen Themen und kannst dann wirklich komplett durchstarten in die anderen Module. Ich glaube, bei uns hat es begonnen dann mit Facebook und Google Ads, um erstmal dann neue Anfragen, Kunden zu generieren. Da hast du alles gelernt über diese Meta Business Suite, wie man bei Google Ads die Anzeigen einstellt. Und beim Malerbetrieb zum Beispiel haben wir das Ganze auch genutzt, um Werbung für fugenlose Bäder zu machen, fugenlose Böden. Und seitdem kommen wirklich viele Anfragen rein, bei uns aus der Umgebung. Da kann man ja auch den Umkreis einstellen. Wichtig ist es nur, was ich gelernt habe, um erstmal diese Anzeigen zu schalten, dass du dir deine Positionierung findest. Das heißt, dass du quasi dir überlegst, was will ich als Unternehmen eigentlich an die Leute nach außen geben. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, die Speerspitze, so nennen die das da, zu bilden mit fugenlos. Das heißt, man geht nur mit dem Thema auf den Markt. Nicht mit fugenlos Fassaden, Streichen, Tapezieren und allem drum und dran, sondern du gehst wirklich gezielt auf ein Thema, bekommst dadurch die Anfragen, die du willst, und alles, was so noch dazu kommt, das ist quasi Bonus. Also es kommen natürlich immer noch Anfragen rein wie Streichen, Tapezieren, Türen lackieren. Aber wichtig ist, dass du dich auf ein Thema fokussierst und den Rest nimmst du einfach so noch mit. Und hat wirklich viel gebracht, Google Ads auch bei Funktionsflächenextil und mit den Facebook-Anzeigen. Ist wirklich ein komplexes Thema, deswegen, da kann man nicht einfach so reinstarten und sich denken, ja, ich mache das jetzt mal so nebenbei, sondern musst du wirklich fokussiert drauf sein, dich konzentrieren, das alles einmal checken, und dann bringt dir das wirklich viel. Genauso wie bei der Mitarbeitergewinnung. Wenn du weißt, wie du die Anzeigen einstellen musst, welche Fotos, was da draufstehen muss, welche, sogar Videos, natürlich noch besser, wenn du Videos machst, dann bekommst du wirklich viele Bewerbungen. Bei Funktionsflächenextil zum Beispiel hatten wir das 3 Wochen laufen und haben 35 Bewerbungen bekommen mit einem Budget von 20 Euro pro Tag, das nicht ausgereizt wurde. Aber trotzdem, dadurch haben wir jetzt einen richtig Top-Mitarbeiter eingestellt zum 1.9., der uns natürlich dann auch hoffentlich weiterbringt im Unternehmen. Und so geht es immer weiter. Prozesse einführen, Aufgabenverteilung, wer macht was. Dafür gibt es Programme, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber das bringt wirklich viel, weil jeder weiß, was er wann tun muss, was, wenn einer mal ausfällt, wer das übernimmt. Also das sind so basic Sachen, die man eigentlich denkt, die hat man schon im Unternehmen, aber das kann man noch so perfektionieren. Und dann nach den
wenn man das alles umgesetzt hat, dann kann man quasi noch in die Skalierung gehen. Natürlich das andere Zeug immer wieder verbessern, aber dann geht es darum, das Unternehmen stetig zum Wachsen zu bringen, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Mitarbeiter einzustellen dadurch. Und dann nimmt es quasi seinen eigenen Lauf. Und wenn du das mal so weit geschafft hast, dann ist es richtig geil. Wir selbst sind noch nicht so weit, dass wir jetzt quasi in die Skalierung gehen können. Wir müssen immer noch an Prozessen, Strukturen arbeiten. Aber ich freue mich schon, wenn der Punkt erreicht ist und wir in die Skalierung gehen können und einfach ein richtig geiles Unternehmen aufbauen können. Und das ist eigentlich so die letzten Monate passiert. Wir haben richtig viel Zeit da rein investiert. Also das, wie gesagt, das macht man nicht einfach nebenbei. Aber Leute, langfristig gesehen lohnt sich das, um aus dem Tagesgeschäft auszubrechen, weil ihr kennt das sicher als Maler oder Firmenbesitzer, wenn ihr eine habt. Ihr rennt den ganzen Tag euren Aufgaben hinterher und kommt gar nicht dazu, irgendwie mal am Unternehmen zu arbeiten. Und das ist eben das Schlimme, weil du dann immer in diesem Hamsterrad gefangen bist. Und du musst halt versuchen, da auszubrechen. Das hört sich jetzt dumm an, ist aber so. Dann hast du quasi mehr Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Du hast mehr Zeit für deine Familie, du hast mehr Freizeit und weniger Stress. Na klar, der Stress, der bleibt der gleiche. Du bekommst immer wieder neue Probleme. Aber du bist einfach... Das erfüllt einen viel mehr, wie wenn man den ganzen Tag einfach nur den Problemen hinterherjagt, sondern wirklich die Probleme angeht, Lösungen dafür hat, Leute hat, mit denen man drüber sprechen kann. Da gibt es ja die WhatsApp-Gruppe, da kannst du jede Frage reinstellen, da sind die Coaches drinnen, die beantworten dir die innerhalb von ein paar Stunden mit einer richtig geilen Antwort. Also ich bin da wirklich froh drüber gewesen, dass wir diese WhatsApp-Gruppe manchmal hatten, weil Fragen, die du dir nie beantworten könntest, oder nicht mal weißt, die Ursache von dem Problem, die haben halt eine Lösung dafür. Und wenn nicht, dann nicht, sagen sie zum Beispiel, geh in den, keine Ahnung, BWL-Call oder Marketing-Call, stell da deine Frage, das ist immer jeden Tag um 10 Uhr, sind da Calls, da kannst du dich einschalten, deine Frage stellen, bekommst dann vom Profis eine Antwort und ist einfach top. Also wir arbeiten fleißig daran, quasi das Unternehmen weiter zu bringen, dass wir jetzt dann bald mal in die Skalierung gehen können. Wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, aber ich sag's euch, ich freue mich da richtig drauf und bin da richtig, das hypt einen richtig, dann hat die Firma aufzubauen, das macht richtig Spaß, vor allem wenn man ein geiles Produkt hat wie wir, Funktionsflächentextil. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut mal auf die Homepage. Was ist noch so passiert? Ach ja, wenn ihr euch fürs Coaching interessiert, schaut auch mal in die Videobeschreibung, ich packe euch da mal die Links rein. Für ein kostenloses Erstgespräch, komplett unverbindlich. Ich kann es euch wirklich empfehlen, ich erzähle euch keinen Scheiß. Ja, was noch passiert? Kameramann habe ich, zwei. Wir haben jetzt gerade ein geiles Projekt für die Handwerkskammer. Darf ich noch nicht so viel verraten, aber das wird auch Bombe. Was kann man noch erzählen? Coole Kooperationen in letzter Zeit. Kommen auch in Zukunft geile Videos auf euch zu, auch mit großen Firmen, und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Freue mich auch selbst drauf, die werden jetzt die nächsten Wochen produziert. Fassade wird auch noch gemacht, das Fassadenprojekt, das ich gestartet habe. Da zeigen wir einmal von Anfang bis Ende Fassadenanstrich, wie man da vorgeht mit Untergrundbehandlung und allem drum und dran, mit geilen Drohnenflügen, also das wird richtig geil. Und ansonsten, glaube ich, war es das erstmal. Ich wollte euch jetzt einfach so ein Update geben, wie es mit der Firma voranging. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die mal in die Kommentare, die kann ich euch gerne dann noch beantworten. Vielleicht antworte ich auf die Kommentare, vielleicht machen wir dann ein extra Video draus. Das wäre auch geil, nochmal ein Q&A sozusagen. Könnt ihr auch unabhängig von dem Coaching jetzt Fragen stellen. Und wenn euch das Video halt gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ihr kennt es ja, abonniert den Kanal kostenlos, würde mich sehr freuen, um hier nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Tobi.